In alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte einmal ein König. Der hatte 3 Töchter. Die waren alle schön. Die jüngste aber war so schön, dass die Sonne selber sich wunderte, so oft sie ihr ins Gesicht schien. Und die hatte ja schon so manches gesehen. Nahe dem Schloss in einem dunklen großen Wald, unter einer alten Linde, gab es einen Brunnen. Wenn nun der Tag sehr heiß war, so ging die Jüngste hinaus in den Wald, setzte sich an den Rand des kühlen Brunnens. Und wenn ihr langweilig war, dann holte sie eine goldene Kugel hervor, warf sie in die Luft und fing sie wieder. Das war ihr liebstes Spielwerk. Es trug sich zu, dass die Kugel einmal, als sie in die Höhe geworfen hatte, nicht in ihr Händchen fiel, was sie ausgestreckt hatte, sondern vorbei auf die Erde schlug und direkt ins Wasser hineinrollte. Die Königstochter sah der Kugel nach, aber der Brunnen war so tief, ja so tief, man konnte den Grund nicht sehen. Da fing sie an zu weinen und weinte immer lauter und konnte sich gar nicht mehr trösten. Da hörte sie hinter sich eine Stimme, die zu ihr sprach. Quack, Königstochter, was hast du vor? Du weinst ja, dass ich ein Stein erbarmen möchte. Sie wandte sich um, um zu sehen, wer da spricht. Da sah sie einen Frosch, der seinen dicken, hässlichen Kopf aus dem Wasser streckte. Ach, du bist es, alter Wasserpatscher, sprach sie. Ich weine, weil meine goldene Kugel ins Wasser gefallen ist. Ach, Königstochter, Quack. Hör auf zu weinen, ich will schon Rat schaffen. Aber was gibst du mir, wenn ich dir deine goldene Kugel wieder heraufhole? Was du willst, guter Frosch, meine Kleider, meine Perlen und Edelsteine, meine goldene Krone. Ach, Quack, deine Kleider, deine Perlen und Edelsteine, deine goldene Krone, die mag ich nicht. Aber wenn du mich lieb haben willst und ich soll dein Geselle und Spielgefährte sein, an deinem Tischlein neben dir sitzen, von deinem goldenen Tellerlein essen, aus deinem Becherlein trinken, wenn du mir das versprichst, so will ich hinuntersteigen und dir die Kugel wieder heraufholen. Und natürlich will ich auch in deinem Bettlein schlafen. Ich verspreche dir, was du willst, wenn du mir nur meine goldene Kugel wieder raufholst, die guter Frosch. Sie dachte aber, ach, was der alte Frosch spricht. Der sitzt im Wasser bei seinesgleichen und quakt und kann keines Menschen Geselle sein. Der Frosch aber, als er die Zusage erhalten hatte, tauchte seinen Kopf unter, sank hinab und über ein Weilchen kam er wieder heraufgerudert. Die goldene Kugel im Maul und warf sie ins Gras. Die Königstochter war voll Freude, als sie ihr Spielwerk wieder erblickte, hob es auf und sprang damit fort. Warte, Quack, nimm mich mit, rief der Frosch.
Ich kann nicht so schnell laufen wie du. Aber was nützte ihm all sein Quark? Sie war schon längst nach Hause geeilt und hatte bald den armen Frosch vergessen, der wieder in seinen Brunnen hinabsteigen musste. Am anderen Tag, als sie sich mit dem König und den Hofleuten zur Tafel gesetzt hatte und aus ihrem goldenen Tellerlein aß, da kam etwas, plitsch, platsch, plitsch, platsch, die Marmortreppe heraufgekrochen. Und wie es oben angekommen war, klopfte es und rief, Königstochter, Jüngste, mach mir auf. Sie stand auf, ging zur Tür, weil sie sehen wollte, wer davor ist. Und als sie öffnete und den Frosch sah, schlug sie die Tür schnell wieder zu, eilte zum Tisch zurück, setzte sich hin und war voll Angst. Der Vater, der König, sah wohl, dass ihr das Herz heftig pochte und fragte sie, mein liebes Kind, steht etwa ein Riese vor der Tür und will dich holen, dass du so aufgeregt bist? Ach nein, Vater, es ist kein Riese, sondern ein garstiger Frosch. Was will der Frosch von dir? Fragte der König. Ach, lieber Vater, als ich gestern im Wald bei dem Brunnen spielte, da fiel meine goldene Kugel in den Brunnen. Und weil ich so weinte, hat sie mir der Frosch wieder heraufgeholt. Und weil er es durchaus verlangte, versprach ich ihm, ich werde sein Geselle sein. Aber ich dachte doch nimmermehr, dass der aus seinem Wasser herauskommen könnte. Und nun sitzt er vor der Tür und will zu mir herein. Da sagte der Vater, was du versprochen hast, das musst du auch halten. Indes klopfte es zum zweiten Mal. Königstochter, Jüngste, mach mir auf. Weißt du nicht, was gestern du mir versprochen an dem kühlen Brunnenwasser? Königstochter, Jüngste, mach mir auf. Da sprach der Vater, was du versprochen hast, musst du wie gesagt halten. Geh und mach ihm auf. Sie tat es. Sie öffnete die Tür. Da kam er auch schon hereingehüpft, ihr immer auf dem Fuße nach, bis zu ihrem Stuhl. Da saß er und rief, heb mich zu dir herauf. Sie zauderte, aber der Vater befahl es, also hob sie ihn auf. Und wie er auf dem Stuhl saß, wollte er auf den Tisch. Und als er da saß, sprach er, nun schieb mir dein goldenes Tellerlein näher. Ich bin hungrig, dass wir zusammen essen können. Sie tat es zwar, aber man sah, dass sie es nicht gerne tat. Der Frosch ließ es sich gut schmecken. Ihr aber blieb jeder Bissen im Halse stecken. Und wie der Frosch fertig war mit Essen, sprach er, ich bin nun satt. Trag mich nun hinauf zu deinem Kämmer, in dein Kämmerlein. Und mach dein reines Bett zurecht, damit wir uns schlafen legen können. Ich bin müde. Da fing sie an zu weinen. Sie hatte solche Angst vor diesem kalten Frosch, der nun in ihrem reinen Bettlein schlafen sollte. Der Vater aber sprach, wem du geholfen hast, als du in der Not warst, den sollst du hernach nicht verachten. Dann nahm sie ihn mit zwei Fingern, trug ihn hinauf und dann setzte sie ihn in eine Ecke.
Aber wie sie im Bett lag, da kam er angekrochen und rief, Königstochter, heb mich zu dir herauf. Ich will auch so schlafen wie du. Oder ich sag's deinem Vater. Da wurde sie bitterböse. Hob den Frosch auf und warf ihn aus allen Kräften an die Wand. Das hast du nun, du garstiger Frosch, sprach sie. Aber als der Frosch von der Wand fiel, war er auf einmal kein Frosch mehr, sondern ein Königssohn mit schönen, freundlichen Augen. Der war nun nach ihres Vaters Willen ihr Geselle und Gemahl. Da erzählte er ihr, er wäre von einer bösen Hexe verwünscht worden. Und niemand hätte ihn aus dem Brunnen befreien können, als sie allein. Und morgen wollen sie zusammen in sein Reich fahren. Sie schlief ein. Und am anderen Morgen, als die Sonnenstrahlen sie aufweckte, da kam ein Wagen herangefahren. Mit 8 weißen Pferden bespannt. Sie hatten weiße Straußfedern auf ihren Köpfen. Sind es 8? Na. Jawohl. Und sie gingen in goldenen Ketten. Und hinten drauf auf dem Wagen, da saß der treue Diener des Königs. Das war der treue Heinrich. Der treue Heinrich hatte sich so betrübt, dass sein Heer ward in einen Frosch verwandelt worden, dass er sich hat 3 eiserne Bande um sein Herz legen lassen, damit es ihm nicht vor Weh und Traurigkeit zersprenge. Der treue Heinrich hob die beiden auf den Wagen und er war überglücklich über die Erlösung. Und der Wagen sollte den König nun heimbringen. Der treue Heinrich stellte sich hinten wieder auf den Wagen. Und als sie ein Stückchen gefahren waren, da krachte es hinten auf dem Wagen, als ob etwas zerbräche. Und der König rief nach hinten, Heinrich, der Wagen bricht. Nein, Herr, der Wagen nicht. Es ist nur ein Band von meinem Herzen, das da lag in großen Schmerzen, als ihr in dem Brunnen wart, als ihr eine Fretsche wart. Noch einmal und noch einmal krachte es auf dem Wagen und immer dachte der König, der Wagen brieche. Doch dabei waren es doch nun nur die Bande, die vom Herzen des treuen Heinrichs abfielen, weil sein Herr erlöst und glücklich war. Thank you.